Nicht alle Briten haben sich vom Hochzeitsfieber anstecken lassen. Einer der Skeptiker ist ein Künstler, der sich Bob und Roberta Smith nennt. Und er hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Klebeband und ein Haufen Unrat. Fertig ist das zeitgenössische Kunstwerk. Die beiden Figuren sind ein provokanter Beitrag zur königlichen Hochzeit. Eine Art Denkanstoß für die Briten. Der Künstler sucht nun Nachahmer, die sich ihr eigenes Traumpaar basteln. Das sind William und Kate und sie heiraten am Freitag. Die Idee dahinter ist, dass man sie schnell bauen kann und kein Geld dafür benötigt, denn all das hier ist Müll. Diesen Teil von Kate habe ich aus Resten einer Zentralheizung gebaut, daher kommt das Kabel. Und er ist aus alten Heizlüftern gemacht. Ich fand, es ist irgendwie nett, ihre Kabel so über Kreuz zu legen. Das steht vielleicht für Energie, ihre Macht und die Liebe. Wirklich romantische Stimmung mag dennoch nicht aufkommen. Der Künstler Bob und Roberta Smith ist schließlich kein Anhänger der Monarchie. Doch gegen ein bisschen Kleingeld könnte er ihr vielleicht etwas abgewinnen. Smith schlägt seinen Landsleuten vor, mit selbstgebastelten William- und Kate-Figuren Geld zu sammeln. Für irgendeinen guten Zweck oder für den eigenen Lebensunterhalt. Und noch einen Vorschlag hat er. Ausnahmsweise ist der für die, nach seiner Meinung, etwas angestaubte Königsfamilie. Die Botschaft meines Kunstwerks ist, dass die königliche Familie durch Wahlen bestimmt werden sollte. Ich fände es eine gute Idee, wenn wir interessante Leute als Staatsoberhäupter hätten und keine Langweiler. Ich hätte gern George Michael als König und vielleicht Vivian Westwood als Königin. Am Freitag werden jede Menge Leute feiern und ich will deren Spaß nicht verderben, aber es ist wirklich dumm. Beim Test vor der Galerie ist das Kunstprojekt durchaus erfolgreich. Die Figuren stehen kaum eine Minute auf der Straße. 10 Pence, davon kann man eine Fahne kaufen, um die Hochzeit zu feiern, oder ein Kaubonbon. Die Traumhochzeit im Livestream bei Spiegel Online. Moderiert von mir, dem Royal Expert Ihres Vertrauens, und mit... Und mit mir. Ich liebe britischen Nonsens und bin ein großer Bewunderer von Monty Pythons und dem britischen Königshaus. Nicht vergessen, die Hochzeit des Jahres anklicken. Am 29. April ab 10:30 Uhr.